Ja, dann herzlich willkommen zu dem Talk, dessen Name mir gerade gar nicht einfällt. Ich glaube, Ultraschall 3.0 installieren. Hört ihr zu? Ich will euch heute einmal zeigen, wie man. Ja, machen wir doch zu. Hier ist zu viel Krach. Machen wir hier auch zu. Oder kleiner. Oh, so geht's. Gut, also wir wollen Ultraschall und Reaper installieren und dann würde ich kurz einmal grob erklären, was man mit Reaper so machen kann und dann gucken wir einfach, wie viel Zeit wir noch haben für Fragen oder spezielle Geschichten, die ihr jetzt gezeigt haben wollt. Aber ich fange jetzt einfach mal an zu zeigen, wie installiert man eigentlich auf einem frischen Rechner Reaper. Ja. Wir machen doch mal die Fenster richtig zu. Deshalb haben sie die immer zugemacht. So, jetzt geht's aber wirklich los. Um Reaper zu installieren, besuchen wir eine Webseite. Und zwar, oder Ultraschall und Reaper zu installieren. Und zwar heißt die Seite, das könnt ihr euch jetzt alle notieren, für die, die sich was aufschreiben wollen, ultraschall.fm. So, das sieht dann so aus. Die Dings sind ein bisschen kleiner. So, machen wir hier ein bisschen größer. So sieht das dann aus. Und hier oben rechts sieht man sofort zum Download von Ultraschall 3.0.3. Das ist heute der Stand heute die aktuelle Version. Und wenn man hier ein bisschen runterscrollt, wird nochmal das Projekt vorgestellt. Hier gibt es dann auch so ein kleines Video vom 32C3. Ja, dann werden hier nochmal die Features gezeigt und was man damit alles so machen kann. Das ist halt so die Webseite. Wichtig ist aber hier oben zum Download. Da klicke ich jetzt mal drauf. Zur Installation gibt es auch ein etwas längeres Video. Das gucken wir uns jetzt natürlich nicht an. Und dann gibt es hier, derzeit gibt es zwei Möglichkeiten, also zwei Betriebssysteme, macOS und Windows. Ich zeige es jetzt erstmal einmal macOS. Windows ist aber fast das gleiche. Da gibt es einen Schritt mehr, den zeige ich aber auch gerne gleich dann nochmal. Ich habe ein Windows in der virtuellen Maschine dabei. Bei macOS gibt es 1, 2, 3, 4 Schritte. Und es ist auch wichtig, tatsächlich dieser Anleitung zu folgen, weil es leider nicht einfach so ist, installieren, bam, fertig, sondern man muss einmal etwas per Hand machen und einmal irgendwas neu starten. Und das muss man leider auch tun. Wir haben noch keinen Weg gefunden, das zu vermeiden. Die erste Version ist, wir müssen Reaper in der Version 5.4 herunterladen und installieren. Diese Version ist hier verlinkt. Das heißt, wir brauchen die nur einmal anklicken und er lädt uns das runter. Gucken, wie lange das dauert. Na gut, ich lasse es mal laufen und erzähle in der Zeit was. Wenn wir Reaper dann installiert und also runtergeladen haben und installiert haben, gibt es dann auch das Ultraschall-Plugin oder die Ultraschall-Erweiterung. Also Ultraschall ist einfach nur eine, wir nehmen Reaper, was es fertig gibt. Das ist eine Musik. Schnittsoftware, kann man so grob sagen. Also ist für Musiker schwerpunktmäßig gemacht und nicht für Podcaster. Um das podcastfreundlich zu machen, also die Grafik, Oberfläche ein bisschen sinnvoller anpassen, die Farben ein bisschen anpassen, bestimmte Funktionalitäten anpassen, wie die Skala ist, die Zeitskala ist jetzt normalerweise in Takten. Für Musiker irgendwie super, aber für so Podcaster, wir wollen eher so Sekunden, Millisekunden. Und alles das macht Reaper und bringt dann noch halt Funktionen mit speziell für Podcaster, wie den Streaming-Knopf. Wenn man streamen will, drückt man jetzt einen Knopf in Ultraschall. Und es ist halt auch so schwerpunktmäßig, wie schneide ich einen Podcast und so weiter. So, jetzt sehe ich hier gerade, dass mein Download fertig ist. Jetzt installieren wir einmal das Reaper.
Das geht, wie es bei Mac so schön ist, ganz einfach. Wir ziehen hier einfach das Icon in den Applications- oder Programme-Ordner, lassen es fallen und dann kopiert er das einmal kurz. Wir haben Reaper installiert. Noch So. nicht ganz. Doch, das war Reaper. Noch Ja, du noch nicht. So, dann starte ich das mal. Ja, du darfst es öffnen. Ja, Windows mache ich gleich eben auch nochmal extra. So, also du darfst es öffnen. Jetzt sehen wir hier Reaper mit diesem tollen Startbildschirm. Ich habe noch kein Audio-Device ausgewählt. Da bittet er mich jetzt drum. Mache ich mal. Ich wähle jetzt hier das Default System Device aus. So. Jetzt sagt er mir, dass das, also Reaper ist kein Gratis-Programm, sondern das kann man kaufen. Ich glaube, es kostet 50, 65 Euro. 65, ja, 65 Euro für die Standardversion für Privatleute oder es gibt so ein Business, wenn du so und so viel damit machst, dann kannst du so und so viel bezahlen. Und es gibt eine Pro-Version für 200 oder sowas Euro. Man kann es aber 30 Tage, 60 Tage frei benutzen zum Testen. Es nervt einen bei jedem Start einfach und sagt, hier willst du nicht mal langsam. Wenn diese 60 Tage abgelaufen sind, sagt er aber immer noch, willst du nicht mal. Also 35 wer Sekunden. es sich nicht leisten kann oder will oder meint, 30 Ta 60 Tage zum Testen reichen mir nicht. Kann auch, es nervt halt, dass man am Anfang immer dieses Screen wegdrücken muss, aber so. So sieht Reaper im Normalerweise aus. Und wie man sieht, ist es nicht sehr ansehnlich. Es gibt diese komischen Icons, wo man überhaupt nicht weiß, was soll das sein? Was ist das hier für ein Symbol, ein X mit so einem roten Kringel und so. Aber deshalb beende ich das jetzt mal, weil jetzt installieren wir das passende Ultraschall dazu. Da ist das Gleiche. Ich lade es erstmal runter, indem ich hier auf Herunterladen klicke. Dann komme ich auf nochmal so eine Download-Seite. Gleich. So, hier gibt es dann nochmal den extra Download-Link. Das ist 22,9 Megabyte groß. Sollte also schnell gehen. So. Und das ist jetzt das Paket, wo dann Ultraschall drin ist. Mit all seinen Grafiken, mit all seinen Änderungen. Ja, das geht ganz flott. Was macht dein Windows? Ich habe es jetzt auch schon Ist auch runtergeladen, schon. hatte jetzt alles so mitgemacht. Ja. Und ich musste gerade feststellen, ich finde, der Sebastian muss bei mir zu Hause nochmal vorbeikommen. Dann gut mit meinem Internet auch so Ja, geht. also für die Zuschauer, Dennis sagte gerade, das Internet ist sehr schnell hier und er dankt Sebastian. Auf jeden Fall. Genau. So, jetzt ist hier auch mein Ultraschall fertig runtergeladen. Das ist auch wieder so ein DMG-Image. So, jetzt aufpassen, jetzt wird es nämlich interessant. Ich mache mal hier die anderen Fenster alle weg, damit es hübscher ist. Ihr seht jetzt hier oben links in der Ecke, das ist der Ultraschall 3.0 Installer, also das ist das Programm, was das Ganze installiert. Dann gibt es hier die Reaper-Config-Datei, die muss man in einem nächsten Schritt noch damit was machen. Dann gibt es hier die Hilfe, einmal gibt es eine README. Eine Install und Changelog, also das für die, die interessiert, was ist in der Version neu dazugekommen, die können sich das Changelog durchlesen. Dann gibt es zwei optionale Sachen, nämlich den Ultraschall-Hub. Das ist ein Programm, was man dazu benutzen kann, wenn man zum Beispiel Skype benutzt zum Miteinander reden. Wenn man Skype damit reinbauen will, muss man sich so ein virtuelles Device anlegen, wo man alle seine Soundkarten quasi so simulieren kann. Dann braucht man das, wenn man das nicht vorhat. Deshalb steht auch optional, kann man ignorieren. Dann gibt es hier unten zwei Skripte zum also Deinstallieren. Das eine deinstalliert ein altes Reaper, was vielleicht auch irgendwie kaputt ist oder man will einfach mal aufräumen. Und das rechte Remove Legacy Audio Device Command, das deinstalliert alte Versionen und Vorgänger von diesem Ultraschall Hub. Auch alte Soundflower Versionen. Also dieses Ultraschall Hub basiert auf dem Programm Soundflower. Falls es irgendjemand kennt. Gut. Jetzt klicke ich hier oben das Ultraschall-Installer-Programm an und klicke mich jetzt hier wie so einen klassischen Installer halt durch. Hier kommt die Lizenz, die akzeptieren wir mal.
Dann kann ich den Ort auswählen, wo es hingeht. Ich lasse es jetzt mal im Standardort und dann läuft dann ein Skript durch. Pleng, das war's Kann ich bis schon. dahin noch mitmachen oder sollte ich bei Windows mal aufhören und warten, bis der Computer Nö, das kannst du bei Windows auch noch machen. So, jetzt haben wir es installiert. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt. Jetzt starte ich nochmal Reaper. Und wir sehen jetzt, Reaper sieht immer noch, es ist immer noch dieser alte Vorspann und es sieht immer noch scheiße aus. Aber es kommt eine Fehlermeldung. Das Ultraschall-Theme is missing und es funktioniert nicht richtig. Und jetzt geben viele schon auf und sagen, es hat alles nicht geklappt, Ultraschall, so eine Scheiße, Entschuldigung, aber so ein Mist. Wer aber die Anleitung vorher richtig gelesen hat, weiß, jetzt kommt der entscheidende Schritt und den kann man leider noch nicht automatisieren. Man muss jetzt diese Config-Datei, von der ich eben gesprochen habe, muss man sich jetzt hier einmal nehmen und per Drag and Drop hier rüberziehen und einmal fallen lassen. Und jetzt will er diese Konfigurationsdatei importieren. Und dann sage ich, ja, bitte mach das. Und jetzt sage ich hier nochmal Import. Und diese ganzen Settings, was da gerade stand, diese ganze Liste, das wird jetzt importiert. Und jetzt startet er automatisch Ultraschall neu, erkennt erstmal meine ganzen Audio-Plugins. Und das dauert jetzt einmal einen Augenblick. So, und jetzt sehen wir plötzlich, jetzt sieht das Ganze anders aus. Es kommt natürlich trotzdem immer noch diese Meldung, willst du mich nicht mal kaufen und so. Ich sage, ja, ich bin noch dabei, ich guck's mir an. Jetzt kommt hier dieser Ultraschall 3 Begrüßungsschirm, der ist auch neu ab der 3 irgendwas. Hier habe ich gleich einen Link zu den Tutorials. Wenn ich da drauf drücke, komme ich nochmal auf die Webseite. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich auf Twitter fragen, bei dem passenden Twitter-Account. Und hier ist der Link zum User-Forum, das ist ein Unterforum vom Sendegate, das heißt, man muss sich jetzt nicht merken, wo das alles ist. Es wird einem da wunderbar präsentiert. Ich kann hier am Anfang noch anklicken, ob ich bei jedem Start dieses Screen sehen möchte. Sollte man am Anfang vielleicht noch tun, damit man, wie war nochmal, wo der Link zum Forum? Ach ja, dann starte ich einfach das Programm einmal neu. Kann man aber im Programm auch starten. Ja, und ich kann eben automatisch bei jedem Start checken lassen, ob es Updates gibt. Und dann sagt er mir, hier, es gibt übrigens neue Versionen. Und da muss man das im Prinzip nochmal so machen. Ich klicke das Fenster jetzt mal weg. Und jetzt habe ich Ultraschall. So, also bis auf diesen einmal rüberziehen und dreimal Import drücken, ist es eigentlich ganz einfach. Jetzt machen wir das gleiche nochmal für Windows. Nein, Quatsch, wollen wir nicht speichern. Dazu muss ich einmal meinen Benutzer wechseln und den installiere es einmal für Windows. So, wie heißt dieses virtuelle Programm noch? VMware. So, hier habe ich ein Windows 7, ein ganz frisches. Nein. Auch keine VPN. So. So, jetzt booten wir Windows 7. Hat jemand bis hierhin schon mal irgendeine Frage, jetzt wo wir auf das arme Windows warten müssen? Bitte? Ja, aber ich habe nur Windows 7, die CD gehabt. Es ist bei Windows 10 genau das gleiche. Also es sieht nur anders aus. Ja, also. Ja, dann nimmst du natürlich, also ja. Genau, also mit Linux geht noch nicht. Es wird entwickelt, aber es gibt es noch nicht. Ich habe jetzt hier Windows 7 genommen, weil ich da einfach noch eine CD mit der Lizenz hatte. Und ja, man sieht jetzt leider hier unten diese Leiste nicht, aber ups, das ist die Dings. Ich glaube, hier hatte ich das Reaper schon runtergeladen. Downloads. Ja, also ich habe hier die beiden Programme auch schon runtergeladen. Machen wir jetzt nicht nochmal, das dauert ja nur. Ich mache jetzt hier exakt das Gleiche. Ich installiere einmal Reaper.
Na? Vorführeffekt. Ah, da ist er. So, soll ich ausführen? Und ich, ja, ich sage hier. Und dann jetzt fragt er mich noch, wo er es hin installieren soll. Lasse ich einfach den Standardpfad, der passt schon. Und ich darf nochmal. Und jetzt kann ich noch auswählen, ob ich ein Desktop-Icon und diesen ganzen Quatsch will. Will ich jetzt auch alles. Könnt ihr natürlich selber entscheiden, was ihr da wollt, aber im Prinzip ist es wie jedes. So, jetzt haben wir Reaper installiert. Und er fragt mich, ob ich einmal starten soll. Sage ich mal ja. Und wie wir sehen, habe ich jetzt hier. Ja, er sagt wieder, ich habe kein Audio-Device ausgewählt, wähle ich jetzt hier irgendwas. So, und hier ist wieder das Gleiche. Er sagt, kauf mich doch. Und ihr seht, es sieht genauso aus. Also die haben es wirklich gut hingekriegt, dass die Mac-Version und die Windows-Version wirklich absolut vergleichbar sind. Also jetzt nicht so, dass die Windows-Version oder die Mac-Version irgendwie hinterherhinkt oder damit irgendwas ist. Was man aber auch sieht, ist, man kann dieses Fenster jetzt nicht irgendwie noch zumachen. Nee, man kann es noch nicht zumachen, weil hier unten die Zeit ablaufen muss. Und also es nervt tatsächlich, das ist ja auch der Sinn von so einem Screen. Also gerne kaufen. Das, ja. Testet es die 60 Tage und dann kauft ihr es sowieso. Gut, also jetzt sehen wir auch hier wieder, ist das, was wir nicht wollen. Deshalb installieren wir jetzt auch hier Ultraschall. Aber jetzt das Öffnen war nur zum Das Zeigen, du Öffnen musst es war ja nicht. nur, Du ich kannst es mach's, nochmal machen, bevor es ich. nicht nochmal Nein, du macht. musst nicht. Ich mache es immer gerne, um zu gucken, ob dann vielleicht schon eine Fehlermeldung kommt und irgendwas nicht stimmt. Manchmal bei einer ganz frischen Windows-Version muss man dann zum Beispiel manchmal noch irgendwelche Runtime-Bibliotheken installieren, die man bei einem Windows, was schon ein halbes Jahr läuft, sowieso schon längst für irgendein anderes Programm installiert hat. Und dann würde man da jetzt irgendeine Fehlermeldung sehen und könnte dann irgendwo nachgucken, was heißt denn das eigentlich? Aber wir haben jetzt gesehen, es läuft stabil, also mache ich mit der Also Installation kann man weiter. dann dazu sagen, wenn so eine Meldung kommt, schlag mich tot, DLL fehlt Ja, dann muss irgendwas nachinstalliert werden, dann muss man dann muss man sich, das, was da steht, sich einfach nur ja, dann googelt man das anschauen. oder fragt im Sendegate oder, also dann hat man aber irgendein Problem, dann ist irgendwas schiefgegangen. Entweder ist dann die Installation schiefgegangen oder mit seinem Windows stimmt was nicht. Deshalb, ich mache es immer lieber so, dass ich mir das einmal angucke, was los ist. So, ich akzeptiere jetzt hier die Terms of the License Agreement und dann geht der Install-Knopf hier an. Jetzt kann ich es installieren. Ist es jetzt vergleichbar zu dem, was eben beim Mac war? Ne? Es läuft einfach so ein Standard Windows-Installer durch. Es dauert einen Augenblick. Ja, du darfst. Dann kopiert er das und jetzt ist es fertig. So, jetzt mache ich das mal zu. Jetzt ist Folgendes passiert. Eben hatten wir ja diese ZIP-Datei und diese ganzen Hilfedateien und so. Die sind jetzt hier bei mir auf dem Desktop gelandet. Gibt es jetzt hier diesen Link zu Ultraschall Reaper Theme. Das ist das Vergleichbare, was wir eben bei der macOS-Version hatten, was wir gleich in die Reaper-Version reinschmeißen müssen. Deshalb starte ich jetzt wieder Reaper und werfe dann dieses Symbol. Ah, jetzt kommt das, was ich eben sagte, dass irgendeine DLL fehlt. Ja, Vorführeffekt. Aber Ja, ich erinnere mich. Jetzt musste ich nämlich irgendeine Runtime-Bibliothek installieren. Ah, verdammt. Habe ich die noch? Ganz viel Glück, habe ich die noch. Okay. Also, guter Vorführeffekt. Jetzt haben wir genau das. Ich starte es und es kam irgendeine komische Fehlermeldung. Die ignoriere ich jetzt erstmal. Mal gucken, was dann alles passiert. Jetzt schmeiße ich auch wieder hier diese Theme oben drauf und bestätige das mit okay. Jetzt kommt wieder dieses, willst du das wirklich alles installieren? Jetzt können wir mal gucken, was er da macht. Also er ändert was an der Konfiguration, am Farbtheme, an den Plugin-Presets, an der FX-Chain, also an allen möglichen Dingen, alle, die es gibt, wird irgendwas geändert an dem Original Reaper. Mache ich mal. So, jetzt fehlt da nämlich diese Runtime. Ich glaube, das war ich. Aus dem Kopf war das. Ja. Genau, jetzt kommt hier nämlich auch eine Fehlermeldung, dass das alles nicht geklappt hat und die Welt ist untergegangen. So, guter Vorführeffekt. Ich meine, es fehlt die C-Runtime 2015, wenn ich mich nicht total irre. Also ihr könnt dann einfach mal Runtime 2015 googeln. Und dann gibt es hier diese Visual C++ Redistributable für Visual Studio 2015. Es kann sehr, sehr, sehr wahrscheinlich sein, wenn man ein Windows hat, was jetzt schon irgendwie wirklich
paar Monate läuft und wo man alle möglichen Programme installiert hat, dass diese Fehlermeldung nicht kommt, weil irgendein Programm auch diese Runtime braucht und die von selber mitgebracht hat. In der nächsten Ultraschall-Version liefern wir die auch mit. Also der Fehler ist uns bekannt, wurde auch schon gefixt. Aber jetzt in der aktuellen 3.0.3 ist es tatsächlich drin. Nur, dass ihr es jetzt mal gesehen habt. Also es kann Probleme beim Installieren geben. Wenn sowas ist, könnt ihr... Bei der nächsten ist es weg, aber es kann natürlich immer mal irgendwas sein. Wenn ihr sowas habt, sagt im Sendegate Bescheid oder auf Twitter, Leute, ich habe folgende Fehlermeldung, Screenshot machen. Mit viel Glück hat es schon mal einer gehabt. Oder es ist tatsächlich ein Bug. Dann freuen wir uns natürlich, noch mehr Informationen zu kriegen und es zu fixen. Mhm. Ne, kann ja sein. Das kann man ja nur, wenn wirklich Rückmeldung kommt. Ja, genau. So, und da das ein Community-Projekt ist und irgendwie da keiner mit Geld verdient und sind wir auf sowas natürlich auch einfach angewiesen, ne? Weil wir haben keine Beta-Tester, die das Monate, also wir haben immer einen Beta-Tester, aber wir haben nicht so eine große Gruppe, die das dann installiert. So, ich lade jetzt dieses Paket runter für mein passendes Windows. Noch 10 Sekunden und ich hoffe, das war die richtige Version, wenn ich mich erinnert habe. Und danach, jetzt mache ich Reaper erstmal zu. Nein, so, eine Sekunde noch. Nee, du brauchst dann nur noch mal Reaper starten, Dinge raufwerfen und ab dann ist Ruhe. So, wie gesagt, wenn es in einem, ich weiß nicht wann, nee, ich sage lieber nichts, weil ich weiß nicht, wann die nächste Version von Ultraschall kommt, aber wenn die kommt, dann ist dieser Fehler eben. Aber die Chance, dass dein Windows gar nicht betroffen ist, ist sehr hoch, weil das ist ein ganz frisches Windows 7. Ich habe noch nicht mal Updates installiert. Also ich habe diese nackte DVD genommen, habe Windows 7 installiert und habe den Computer wieder ausgemacht. Ne? Deshalb fehlt das hier auch. So, jetzt, ups, nein. Jetzt installieren wir dieses Paket von Herrn Microsoft. Und dann sollte das auch schon gehen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mit Windows 10 getestet. Es kann auch sein, dass dieses Paket bei Windows 10 dabei ist. Ich weiß es einfach nicht. Aber ja. So, dann geht der Balken voran. Das ist jetzt Windows 10, ich habe es ja gerade. Ja, hast du diese Fehlermeldung aufgehabt? Oder? Ich hatte sie nicht, aber das ist, also das war ein Windows 7, ich habe dieses Windows 10 Update gemacht. Also okay. Das kann halt auch wirklich nicht nur an Windows 10 liegen, sondern daran, dass ich... Das ist, genau, also für die im Stream dies nicht gehört haben, Dennis installiert hier parallel mit. Er hat gerade gesagt, er hat ein altes Windows 7 gehabt, was er auf 10 geupdatet hat und bei ihm kam die Fehlermeldung eben nicht. Das heißt, er hatte diese Pakete von der Microsoft schon drauf installiert. Und wenn das hier gleich mal irgendwann fertig ist, dann können wir es hier auch starten. Und dann müsste es mal langsam losgehen. Na komm. Ja, garantiert. Das brauchen auch fast alle Programme. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwas Seltenes ist. Ja. Alle brauchen diese Redistributions. Das sind halt die Bibliotheken, die sich dann alle teilen, damit nicht jedes Programm die installiert, sondern die gibt es dann einmal auf dem System und alle 20 Programme, die es brauchen, nutzen halt die gleichen. Also alle, die halt in C++ programmiert sind. Die dadurch auch schon, wenn die Sachen sauber sind, dann auch immer wieder geupdatet werden automatisch. Ja, nee, das hat mit... Immer wieder ein neues Programm, dann guckt er, ja, eine alte Version, soll ich die ersetzen? Ja, genau. Komm jetzt hier, Vorführeffekt, mach hin. Windows, das kann echt einen Moment dauern. Ja. Geht's einfach weiter. Gut, gibt es bis hierhin vielleicht von irgendwem Fragen oder so? Haben wir eigentlich sowas wie einen Chat? Gibt es Fragen aus dem Internet? Nö, ne? Okay. Bitte? 303 ist die aktuelle. Am besten immer auf ultraschall.fm gucken. Oben rechts ist der Knopf. Bei Reaper? Ja, du kannst, ich zeig das mal, in der Zeit, wo er noch installiert, können wir ja mal auf meinen Mac zurück und hier ist irgendwo, achso, da muss ich den Benutzer wechseln. Ja, warte, lass es mich hier zeigen, weil dann sehen es alle, auch die im Stream. So, ich gehe wieder hier auf meinen Reaper. So, ich habe ja jetzt hier meinen Reaper installiert. Starten wir das. Also ein frisch installiertes Reaper mit Ultraschall hat erstmal bei diesem Startbildschirm sieht man es. Also hier steht jetzt,
Ja, genau, es ist Ultraschall 303. Um auf dieses, auf dieses Screen zu kommen, kannst du, das sieht man jetzt leider nicht, weil der Fernseher hier was abschneidet, aber müsst ihr euch vorstellen, es gibt ein Podcast-Menü. Das heißt Podcast. Das haben wir auch eingefügt. Also das ist nicht bei Reaper logischerweise. Und da gibt es verschiedene Sachen. Und hier ganz unten, der vorletzte, da haben wir nochmal Show Start Screen About Ultraschall. Dann kommt dieses Fenster. Und hier gibt es jetzt auch den Knopf Show Details. Und dann kriegen wir hier so einen Versionscheck. Und da ist auch überall ein Haken davor. Das heißt, wenn mal irgendwas nicht richtig läuft und krumm ist, erstmal gucken, was ist eigentlich mit den Versionen. Jetzt sehen wir da, wir haben die Reaper Extension 303, wir haben das Theme 303, wir haben diesen Hub installiert, es gibt das Soundboard, es gibt das Studio Link Plugin, es gibt das On-Air Plugin und so weiter und so weiter. Also es gibt hier diverse Dinge und dahinter steht auch immer die Versionsnummer. Und es könnte jetzt sein, dass jemand dann im Forum fragt, oh, kannst du mal bitte gucken, welche Versionsnummer das ist? Da gab es damals einen Bug, vielleicht ist es da. Und dann sagst du, ja, ich habe die 301. Und sagte, ach ja, genau, hier, und es gibt aber schon ein Update, warte noch mal 2 Wochen und so weiter. Ne? Aber hier kann man. Nein, er macht keine Automatik, er sagt dir nur, dass es ein Update gibt. Er sagt bei jedem Start, hier, du hast Version, es gibt aber ein Update. Und dann kommst du wieder auf die Webseite, lädst es runter. Wenn du es hier dieses Häkchen natürlich nicht gesetzt hast, hier unten, also hier gibt es ja automatically check for updates, das muss an sein. Wenn der nicht an ist, macht checkt er logischerweise auch nicht, aber er guckt bei jedem Start, wenn das Ultraschall-Plugin gestartet wird, außer es ist irgendwas kaputt, prüft er das, fragt beim Server nach, gibt es eine neue Version, und wenn der sagt, nö, dann kommt nichts. Und falls es eine neue gibt, kommt eine Meldung. Der leitet einen dann weiter zur Installationsseite und da gibt es dann neue Anleitungen, wie man diese neue Version zu installieren hat und so weiter. Ja, Ne? nur dass ich nicht dann immer mit den alten arbeite, wird nicht auch immer das verfolgen. Nee, das gibt's. Also ab, Dieses Häkchen. das gilt nicht für die alten Reaper-Versionen. Also wenn du noch Ultraschall 2 hast, da gibt es noch kein Update. Nicht in aktuell. Genau, nee, dann kriegst du das. So, ich gucke mal, was hier mit meinem Windows ist. Ob das mittlerweile durch ist. Ja, okay, machen wir gleich. Hier gibt es jetzt das installierte Reaper. Ist ganz kurz, aber extrem kurze Meldung aufgepoppt. Ist eine Meldung aufgepoppt? Aber sofort wieder verschwunden. Eine Blitzmeldung. Ach, Windows. Was hat er denn? Ach, guck mal, da ist er. Wir sind nur nicht geduldig genug gewesen. Wahrscheinlich haben wir es jetzt mehrmals gestartet. Ja, genau. Okay, wir sehen jetzt aber hier auch, mein Ultraschall geht jetzt. Die Fehlermeldung ist weg. Und wir haben exakt im Prinzip das Gleiche. Wir haben auch wieder diese 3 Knöpfe. Also das ist alles gleich. Sieht ein bisschen grafisch ein bisschen anders aus, aber im Prinzip ist es exakt das Gleiche. Nur halt unter Windows. Aber Gut. es steht schon bei Windows jetzt auch schon. Ja. Also wir haben auch hier oben jetzt nochmal dieses Podcast-Menü. Ne, es ist genau das Gleiche. Es ist halt ein anderer Zeichensatz und es sieht halt nach Windows aus. Aber im Prinzip ist es bei beiden Systemen exakt das Gleiche. Aber das Podcast-Menü So, ist wir sind, Englisch, wir, oder? ja, wir sind jetzt aber noch nicht fertig. Bei Windows gibt es 4 Schritte. Diesen Schritt gucken wir uns wieder auf der Webseite an. Das ist ja alles dokumentiert. Und zwar geht es darum, dass er die Plugins von selber nicht richtig findet. Man muss ihn da einmal anschubsen und sagen, guck noch mal bitte, ob da andere Plugins sind. Aber wie das geht, steht wiederum auf ultraschall.fm. Nervt nicht rum. So. So, dann gehe ich wieder auf dieses zum Upload. Huch, zum Download meine ich. Und komme auf diese Installationswebseite. Gleich. So. So, hier war ja die, konnte ich ja auswählen.
welches OS ich will. Wenn ich jetzt hier auf Windows gehe, scrollt er für mich runter. Also den ersten Schritt haben wir gemacht. Wir haben Reaper installiert. Der zweite Schritt ist Ultraschall laden und den Installer starten. Haben wir auch gemacht. Dann haben wir diese Konfigurationsdatei installiert. Das war das mit dem da draufziehen. Na, wieso scrollt er nicht? Hallo? Ist jetzt der Browser abgestürzt? Ah, jetzt. Ja, der simulierte Windows ist nicht das schnellste. So. So, jetzt kommt der Schritt 4. Den gibt es nur bei Windows. Das Studio Link und das Ultraschall Soundboard verbinden. Diese beiden Programmteile, also das Studio Link, kennen alle Studio Link? Also das ist die Software ähnlich wie Skype, dass sich zwei Leute oder x Leute mit audiomäßig verbinden können. Das ist als Plugin realisiert. Also Audio-Leute benutzen ja Plugins. Ich kann dann auf einen Track ein Plugin, was weiß ich, Hall legen oder einen Equalizer oder einen Rauschreduzierer oder was auch immer. Und die Studio Link ist auch ein Plugin. Und das Ultraschall Soundboard ist auch ein Plugin, um Töne abzufahren wie Jingles oder Zwischenmusiken und so weiter. Und um die zu aktivieren unter Windows, und das gilt nur für Windows, muss man einen kleinen Schritt machen, nämlich im Options-Menü unter Preferences, Plugins, muss man den Knopf Auto-Detect drücken. Das zeige ich euch jetzt einmal und das muss man auch nur einmal machen. Also ich starte nochmal Reaper. So. Ja. Also, ich gehe hier auf Options, Preferences, ihr könnt auch Ctrl-P drücken. Na? Das ist das ganze Preferencing von Reaper. Also, ihr seht schon, was man da alles für einen Wahnsinn einstellen kann. Das ist das Tolle an Reaper eigentlich. Man kann alles irgendwie konfigurieren. Das Schlimme ist nur, man kann es konfigurieren. Also man kann da echt jeden Quatsch einstellen. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was man da umstellen sollte. Gucken wir nochmal nach. Ah ja, unter Plugins, VST. Huch. Das wollte ich nicht. Da. Wo ist mein Reaper hin? So, unter Plugins, VST, gibt es hier oben rechts den Knopf Auto-Detect. Da drücke ich jetzt drauf. Schwupp. Jetzt hat er einfach nochmal alle Ordner geguckt, wo üblicherweise so Effekte liegen könnten. Dann drücke ich auf OK. Und muss ich noch irgendwas machen? Gucken wir mal. Erfolg der Installation. Details drücken. Genau. Jetzt gehe ich nochmal auf Buch, Podcasts, Show Start Screen, Show Details und sehe hier, er hat das Soundboard gefunden, er hat Studio Link gefunden, alles ist gut. Also jetzt haben wir es auch unter Windows installiert. Gut, gibt es bis hierhin irgendwelche Fragen zur Windows-Installation oder zur Mac-Installation? Nö. Dann würde ich sagen, zeige ich jetzt so ein bisschen, wie macht man was? Was für ein Plugin fehlt? Skype. Achso, das Ult. Ja, genau. Okay, das, ja, okay, das machen wir noch. Ja, das mache ich jetzt für, zeige ich dir nur für macOS, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es mittlerweile irgendjemand eine Lösung gefunden hat, das unter Windows zu tun. Aber du hast einen Mac, wunderbar. Ich glaube, das ist das Problem, Skype unter Windows zu benutzen. Es gibt da alle möglichen Programme, irgendwie dieses Virtual Cable und wie sie alle heißen, die machen aber irgendwie alle immer Probleme und es hat, glaube ich, noch keiner eine echte Lösung gefunden. Muss ich Skype offen haben, um das zu haben? Nein. Dann kann ich Skype zumachen. Du kannst Skype jetzt zumachen. Also man muss nicht Skype öffnen, um das einzurichten. So, wir sind jetzt wieder auf der Mac. Und ich gehe zu meinem Reaper-Account. So, wir installieren jetzt diesen Ultraschall-Hub.
Um den zu installieren, klicke ich ihn, glaube ich, auch nur doppelt an und installiert sich. Bei mir müsste der noch installiert sein. Deshalb überspringe ich das jetzt, glaube ich. Aber wir gucken uns das nochmal zusammen an. Also, ich mache Reaper nochmal zu. So, also es gibt jetzt hier den Ultraschall Hub, dieses Installer-Paket. Das klicke ich jetzt doppelt an. Und dann kommt auch wieder so ein Installer, der mich einmal da durchführt. Und genau, und dann, ich breche es jetzt hier ab, weil es ist, meine ich, installiert. Gucken wir gleich. Genau, er installiert es halt einfach und dann ist es erfolgreich. Er will, glaube ich, einen Neustart, ne? Hast du es gerade gemacht? Kein Neustart? Ach so, wunderbar, na, dann mache ich doch. Ich dachte, ich muss jetzt neu booten. Ah ja, so, Cleaning up, wunderbar. Gut. Jetzt haben wir den Hub installiert. Den Hub. Jetzt, was ist denn jetzt eigentlich? Ne? Jetzt musst du Folgendes machen. Es gibt unter den, es gibt ja dieses tolle Programm auf dem Mac, das heißt MIDI Monitor. Huch, nicht Mido, MIDI. Den MIDI Monitor. Ach Quatsch, nicht MIDI Monitor, sorry. MIDI Audio und MIDI, das meine ich natürlich. Ja, ich habe zu viel mit MIDI gemacht. Das Audio MIDI Setup, das ist Teil von macOS. Und hier sehen wir jetzt diese Liste. Und du müsstest da jetzt ein Gerät haben, was AUX heißt, ein Gerät haben, was Skype Microphone heißt, eins, was Skype oder Lautsprecher. Siehst du die bei dir? Und du hast aber gerade den Hub installiert? Dann starten wir deinen Rechner einmal testweise neu. Kann sein, dass man ihn doch neu starten muss. Ein Blue Screen? Bitte? Genau. Also diese vier AUX, Mikrofon, Speaker und Stream, die gehören jetzt. Und dann gibt es noch, ich weiß nicht, habe ich das eingerichtet oder gibt es jetzt bei dir noch ein Device Ultraschall? Ein Aggregated Device? Okay. Das kann man sich jetzt hier unten anlegen. Ich mache es mal bei mir nochmal weg. Man kann sich hier unten jetzt ein sogenanntes Aggregated Device, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ein Hauptgerät einstellen. Und ein Hauptgerät ist dann quasi eine Zusammenfassung aus allen Geräten, die mir zur Verfügung stehen. Also in diesem Fall möchte ich gerne das eingebaute Mikrofon als Teil dieses Geräts haben und die beiden Skype-Dinger, weil ich gleich mit Skype mit jemandem sprechen will. Also ich habe mir jetzt quasi ein Audio-Interface zusammengeklickt, ein virtuelles. Das hat einmal einen Eingang von meinem Mikro und es hat einen Ausgang zu Skype und einen Eingang von Skype. Ich habe hier unten mit dem Plus-Symbol ein neues Hauptgerät, wie es auf Deutsch heißt, oder Aggregated Device auf Englisch angelegt. Aha. Also Thorsten hat jetzt seinen Rechner neu gestartet und dann war es da, für die, die im Stream sind und das nicht hören. Jetzt machst du Plus und legst dir so ein Gerät an. Genau. Und dann klickst du die Häkchen an, die du in deinem Reaper haben möchtest. Also in diesem Fall wären es die beiden Skype und dein Audio-Interface. So, und diesem Ding kann man auch noch einen Namen geben. Irgendwo. Also in diesem Fall sagst du, kann man auch einfach alles anwählen. Kannst du auch alles anwählen, genau, dann ist es halt unübersichtlich. Irgendwo kommt man das. Ja, irgendwo kommt man es auch umbenennen. Nee, das gibt es in Windows nicht. Das ist das Problem. Dann taucht dein Zoom da auf und dann klickst du halt deinen Zoom an. Und dann ist der. Also du ja. Genau. Und dann musst du halt in deinem virtuellen Gerät, was du gerade angelegt hast, sagen, mein Zoom und meine beiden Skype-Dinger. So. Wenn du das gemacht hast, dann sagst du hier deinem Aggregated Device, dass es das Standard-Audio-Interface sein soll. Also das ist, kannst du hier rechts draufklickst, kannst du sagen, benutze dies als Standard-Audio-Gerät für Wiedergabe und für Aufnahme. Dann hat es hier dieses Mikrofonsymbol und das Lautsprecherchen-Symbol. Ja, doch. Ja, nee, musst du auch nicht. Stimmt, du hast recht. Kannst du auch lassen. Alles gut. Du kannst es ja in Reaper direkt anwählen. Also, ja. So, jetzt haben wir das gemacht. Ne, jetzt habe ich hier gesagt, ich habe mein eingebautes Mikro und die beiden Skype-Kanäle. Da mache ich jetzt Reaper auf.
Und ich mache mal diesen Startscreen jetzt aus, weil sonst irgendwann nervt er dann auch. So. Mit der Tastenkombination, wie bei allen Apple-Programmen, mit dieser Apple-Taste oder mit dieser Propeller-Taste und Komma, komme ich in die Reaper Preferences. Ich kann aber auch einfach ins Podcast-Menü gehen und den zweiten Punkt von oben nehmen, Audio Device Settings, komme ich da auch direkt hin. Jetzt sehe ich hier oben mein Audiogerät. Jetzt habe ich hier eine Liste, welches ich davon nehmen möchte. Ich könnte jetzt sagen, mein Audiogerät ist nur mein eingebautes Mikrofon, dann höre ich aber nur mein eingebautes Mikrofon. Ich komme aber auch nicht raus und ich habe auch kein Skype. Deshalb wählen wir natürlich jetzt, was wir gerade eingerichtet haben, dieses virtuelle Gerät aus. Ne? Aus dieses Kombi-Gerät. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, in dieser Routing-Matrix, dann sehen wir jetzt, wir haben hier das Mikrofon. Und wir haben die Skype-Mikrofone. Und zwar immer zwei Kanäle. Deshalb steht hier Input 1.2, Skype 1.2. Dann gibt es den Speaker doppelt. Und dann kommen nochmal, das ist leider eine Abart von Reaper, dann kommen die drei Geräte nochmal, aber als Stereokanal. Warum auch immer. Das ist, also er zeigt die Geräte quasi doppelt. Einmal die Einzelkanäle und dann nochmal als Stereopärchen. Man kann es leider nicht abschalten. So. Was man dann in Reaper als erstes immer macht, ist, wir sehen ja jetzt, wir haben ja nichts. Wir simulieren einen Podcast, zwei Personen, einer per Skype und ein Soundboard mit Geräuschen, sagen wir jetzt mal. Dann lege ich jetzt hier oben, das seht ihr leider wieder nicht. Es gibt im Podcast-Menü den Punkt New Audio Track und es gibt den Punkt Insert Studio Link oder Soundboard Track. Ich fange jetzt mal mit einem normalen Audio Track an. Das geht auch mit Propeller-Taste T. Jetzt hat er hier eine neue Spur angelegt, die hat die Farbe blau, die hat keinen Titel. Man kann hier auf diese Farbe klicken und einen Titel eingeben. Also, da ich das jetzt hier bin, nennen wir das jetzt zum Beispiel mal Udo. So. Was ausnehmen? Den Track löschen? Ja, du kannst den Track einfach anwählen. Jetzt ist er grau markiert. Wenn ich ins Nichts klicke, ist er nicht angewählt. Und wenn ich ihn anwähle und dann Backspace drücke, sagt er, möchtest du ihn löschen? Und dann sage ich, ja, und ist er wieder weg. Es gibt auch noch eine andere Art, Tracks anzulegen. Einfach hier in diesen leeren Bereich doppelklicken. Geht auch. So, den nennen wir jetzt mal Udo. Bei Windows und Dings? Alles immer gleich. Nur die Taste ist halt nicht Propeller-Taste. Genau. Also was jetzt kommt, gilt für beide Systeme. Wie gesagt, man kann unter Windows, es gibt Programme wie Virtual Cable, das gibt wohl aber nur Probleme. Also ich kenne noch keinen, der es 100% immer funktionierend hingekriegt hat, Skype damit einzubetten. Die beste Methode, wenn man unbedingt Skype benutzen will, ist dann tatsächlich zum Beispiel zu sagen, ich habe einen externen Mischer und dann nehme ich aus einem Computer, entweder aus dem gleichen oder einem anderen, per Audiostrippe das Skype da rein und wieder raus und habe aber den Mischer nur als einzige Quelle und senke für Reaper. Das ist das Sicherste. Nee, du kannst auch den gleichen nehmen. Dann die interne Soundkarte für Skype und das Audio-Interface. Und dann machst du halt eine Strippe zwischen ne, Kopfhörerausgang aus dem Rechner ins Audio-Interface und dann machst du es einmal so rundherum. Das funktioniert dann wenigstens. Aber wie gesagt, eigentlich sollte man Skype gar nicht benutzen, weil wir haben ja jetzt Studio Link. So. Ja gut, wenn er kein Studio ja, wenn, genau. Ja, genau. Ja. Nein, bei Apple ist kein, also die Geschichte mit diesem Ult. Genau, bei Studio Link hast du alle einzeln. Ja. Genau. So, machen wir jetzt aber erstmal hier weiter. Also wir haben jetzt eine Spur angelegt und jetzt möchte ich jemanden zuschalten, hatten wir ja gerade gesagt, per Skype. Also mache ich noch eine Spur. Und jetzt sehen wir, das ist erstmal auch mein Mikrofon. Das heißt, wir müssen den Eingang jetzt erstmal umstellen von diesem Kanal. Ja, und das macht man, indem man hier rechts, nee, halt, Moment, hier unten. Hier sehen wir jetzt, Input 1 ist Input 1, ne? Das ist mein Mikrofon. Und ich möchte jetzt für den zweiten Kanal als Eingang nicht auch nochmal mein Mikrofon nehmen, sondern Skype. Und jetzt, ich meine,
Hier unten, wo Input einsteht, das ist so ein Kasten mit Pfeilen nach unten. Ja. Da klickst du drauf und wählst deine Quelle an. Ich könnte jetzt auch hier Stereo nehmen und sagen, nimm Skype. Ich meine, man muss Speaker nehmen. Ich verwechsel das aber ehrlich gesagt immer. Also wenn da nichts kommt, auch mal Mikrofon ausprobieren. Aber ich meine, dass, ja, ein von den beiden. Ich weiß ehrlich gesagt immer nicht welcher. So, hier sehen wir natürlich jetzt nichts, weil es spricht ja gerade niemand. Testen wir aber gleich. So, und dann sagen wir noch, ich möchte noch eine dritte Quelle haben, nämlich mein Soundboard. Dann kann ich hier oben ins Podcast-Menü gehen und sagen, ich hätte gerne eine Soundboard-Spur. Schwupp. Und jetzt habe ich hier in grün mein Soundboard, das heißt auch gleich Soundboard. Und hier drüben habe ich meine Soundboard-Oberfläche. Aber das kann ich gleich nochmal in Ruhe erklären. So, diese Spur nenne ich jetzt hier auch nicht Udo oder so, sondern ich schreibe jetzt hier mal Skype Gast. Ich muss mal gerade gucken, ob ich überhaupt noch Skype habe. Ich habe irgendein Skype, wunderbar. Gibt es diese Testennummer noch? Oh, ja, wie ist mein Account? Okay. Ja, ich weiß meinen Account aber nicht. Also nehmen wir mal einfach, was nehmen wir denn mal? iTunes. Oh, ja. Oder nee, noch, ich habe eine Idee, was wir nehmen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt auch keine Musik auf diesem Rechner. Wir nehmen jetzt einfach irgendeinen Browser wie Chrome. Dem kann man nämlich, glaube ich, sagen, auf welches Audiogerät er den Ton ausspielen soll. Und jetzt gehen wir einfach mal zu einem Podcast oder sowas oder YouTube. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal irgendein Video und spielen das dann ab und sagen dem jetzt aber, auf welche Soundquelle das gehen soll. Weiß jemand aus dem Kopf, wo das ist? Irgendwo konnte man es hier einstellen. Bei den Settings. Irgendwo konnte man das Audio-Device einstellen. Oder war das bei Safari? Nee, ich weiß mein Skype-Passwort nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust, das. Ich habe jetzt auch keine Lust, das zu recherchieren. Aber ihr sollt das ja eh nicht benutzen. Von daher. Nee. War das hier irgendwo? Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt Skype, dann würde jetzt hier irgendwie der Skype-Cast flackern. Und das, was ich jetzt aber noch einrichten müsste, und das ist das, wovor alle Angst haben. Die Routing-Matrix. Aber wie kriege ich jetzt, achso, Skype, ich habe das ja Skype-Mikro angegangen. Das heißt also, ich muss doch Skype aufmachen. Du musst in deinem Skype, ach so, genau, du musst in deinem Skype, musst du definieren, bei Mikrofon dieses Skype-Mikrofon auswählen und bei Kopfhörer dieses Skype-Headphone. Also, von diesem virtuellen Gerät. Das machst du in Skype. Das haben wir schon so genannt, dass man den Skype richtig einstellt. Und dann landet der Ton aus Reaper, den ich aus Reaper zu Skype schicke, bei dem anderen Menschen auf dem Kopfhörer und umgekehrt. Ich würde, sollen wir das gleich danach einmal in Ruhe machen? Nee, aber lass uns, weil das Problem ist, das kriegt jetzt hier im Stream und so keiner mit, aber machen wir gleich. Gut. Jetzt zeige ich einfach mal ein bisschen, wie man jetzt was aufnimmt und ein bisschen schneidet und dann sind wir ja auch gleich durch. Und kurz die Routing-Matrix, die ist noch ganz wichtig. Ihr seht hier unten die berühmte Routing-Matrix. Das sieht mega kompliziert aus, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man das Prinzip verstanden hat. Und das versuche ich mal zu erklären. Es gibt hier oben, steht da auch so schön, Destination. Das ist das Ziel. Da schicke ich Audio hin. Also, was ist eine Destination? Ein Lautsprecher wäre zum Beispiel eine Destination. Ne? Weil der kriegt Ton. Das Gegenüber, was mich hören soll, ist eine Destination. Meine Stereosumme ist eine Destination und so weiter. Hier in dieser Spalte habe ich meine Sources, meine Quellen. Diese Quellen sind zum Beispiel ich, mein Mikrofon. Mein Skype-Gast ist eine Audioquelle, da kommt ja was raus aus dem, aber mein Soundboard ist eine Quelle und so weiter. Also es sind in diesem Fall sind es ja nur drei Quellen, die drei hier, ne? Ich, Skype-Gast, Soundboard. Und die Ziele, die es gibt, sind auch ich. Man kann mir was schicken,
Man kann dem Skype-Gast was schicken, man kann dem Soundboard was schicken. Und hier sind nochmal die Hardware-Ausgänge. Hier hinten. Da sieht man auch schon, dass hier diese drei haben hier oben das nicht. Also die sind extra. Das sind die Hardware-Ausgänge von meinem Audiogerät. Nämlich dem, was wir gerade angelegt haben. Also wenn ich zum Beispiel einen 12-Kanal-Audiomischer habe, würde ich hier 12 Audioausgänge sehen. Sowas wie Out 1, 2, 3, 4, 5 bis 12 und so weiter. Im Normalfall habt ihr alle Stereo oder wenn du einen H6 hast, hast du halt, glaube ich, auch 2 raus, 6 rein und so weiter. So, jetzt das Routing. Ich lösche mal mit Absicht alles. Mit Alt geklickt, gedrückt, könnte man einfach löschen, ohne dass da eine Meldung kommt. Jetzt leitet das arme Reaper nirgendwo Audio hin. Also es kommt von nirgendwo und geht auch nirgendwo hin, weil ich da alles gelöscht habe. Fangen wir mal an. Jetzt gehe ich hier durch. Die Quelle Udo. Wer soll alles die Quelle Udo kriegen? Ja, ich kann sowieso nicht, weil deshalb ist hier ein X, weil dann wird es ja immer sofort eine Rückkopplung geben, wenn ich mich selber kriege. Aber ich möchte auf den Masterweg zum Beispiel, weil der Masterausgang zum Beispiel für meinen Stream ist, also nehmen wir mal an, wir wollen das Gespräch auf Stream, dann will ich natürlich auf den Master raus, setze ich hier das Häkchen. Der Skype-Gast soll auch auf den Master. Wunderbar. Und das Soundboard soll auch auf den Master. Sollen ja alle die Geräusche hören. Das wäre jetzt schon mal alles, was das Master kriegen soll. Jetzt können wir gucken, was soll ich denn kriegen? Ich kriege eigentlich nichts, weil ich bin hier eine Spur. Ich brauche nichts kriegen. Wer aber was kriegt, ist unser Skype-Gast. Der soll nämlich mich hören. Das heißt, hier das Ziel Skype-Gast. Mache ich hier ein Häkchen. So. Jetzt wird von dem Benutzer Udo der Ton zu Skype-Gast geroutet. Nein, sorry, falsch. Ich gebe es nicht zum Gast, sondern ich gebe es hier hinten auf den Ausgang, der Skype heißt. So war es. Ne, auf Skype, wo ist er? Skype. Und da müsst ihr jetzt entschuldigen, ich weiß es immer nicht. Ich glaube, man muss es auf Skype Moment, doch, auf Skype Speaker muss es, glaube ich. Nee, auf Skype Mikrofon natürlich. So. Bin mir aber gerade nicht sicher. Im Notfall ausprobieren. Einer von den beiden Skype-Dingern muss ich mich anklicken und auch das Soundboard. Jetzt kriegt der Gast, also dieser Ausgang Skype, also quasi meine Telefonleitung zu meinem Skype-Gast, darauf schicke ich mich und das Soundboard. Und nicht nochmal den Skype-Gast selbst, weil dann würde er sich immer mit 5 Sekunden oder nee, 1/5 Sekunde Verzögerung sich selber hören und dann wird er ja irre und dann gibt es eine Rückkopplung. Das ist eine sogenannte N-1-Schalte. Der kriegt alles minus 1, außer sich selbst. So, diesen ganzen Wahnsinn mit N-1 muss man aber seit Studio Link nicht mehr machen. Das zeige ich gleich nochmal. Deshalb wollt ihr eigentlich Skype auch gar nicht benutzen. Ist jetzt nur zum Zeigen, so war es früher, das geht. Aber Skype ist eigentlich doof. Deshalb lösche ich jetzt auch diesen Skype-Gast. Ja, so. Wie gesagt, den kann ich löschen mit Alt gedrückt. So. Also, jetzt machen wir nochmal eine andere Kategorie. Podcast, Personal Podcast, eine Person mit einem Zuspieler, weil er ab und zu Geräusche einspielt. Das sähe dann genau so aus. Es gibt mein Mikro, es gibt das Soundboard. Beide gehen auf die Stereosumme, weil ich nachher beim Exportieren ja ein Stereosignal haben will. So. Dann möchte ich noch, damit ich was höre auf meinem Kopfhörer, dass die Stereosumme auf den Ausgang meines Kopfhörers geht. Das wäre in diesem Fall. Achso, habe ich gar nicht aktiviert in meinem Board. Ich habe nur den Input genommen. Ich sollte vielleicht auch einen Output nehmen. MIDI Setup. Also hier sehen wir, ich habe gar nicht mein Build-It-Output. Ich habe meinen Lautsprecher da gar nicht mit reingeklickt. So, wenn ihr mal guckt, jetzt gibt es hier auch meinen Ausgang. Ne? Das sind jetzt meine Built-in-Output. Ja. Gut. Jetzt würde der Ton auch aus meinem Lautsprecher rauskommen. Noch irgendwelche Fragen zu diesem? Ja. Ja, wollen wir mal Studio Link einmal durchspielen? Ja. Das ist vielleicht das beste Beispiel. Also ich lasse das Soundboard nochmal raus. Also wir haben jetzt Situation, zwei Leute unterhalten sich. Der eine sitzt in Berlin, der eine sitzt in Köln. Der Berliner Teil nimmt auf.
Der in Köln benutzt Studio Link Standalone und die beiden wollen sich jetzt miteinander verbinden. Dann gehe ich hier oben, das seht ihr jetzt leider wieder nicht, hier im Raum auf Podcast-Menü und dann gibt es hier die Funktion Insert Studio Link Track. Dann passiert Folgendes. Erstmal geht ein Browser plötzlich auf, weil Studio Link, müsst ihr euch vorstellen, das läuft so quasi im Hintergrund als Dienst und seine Oberfläche ist eine Webseite, die auf eurem Computer ist. Hier sieht man, wenn wir es gleich alles eingestellt haben, den ausgehenden Tonpegel. Also wenn hier nachher was zappelt, ist das gut. Und hier ist der eingehende Tonpegel. Hier unten ist versteckt noch Settings, da kann man noch alles Mögliche einstellen. Das brauchen wir aber im Normalfall nie. Genau, hier ist meine ID, wenn ich angerufen werden will. Machen wir gleich. Und hier unten tippe ich die Partner-ID ein, von dem, den ich anrufe. Genau, so ähnlich, quasi die Mail oder ja, die Telefonnummer quasi der anderen Person. Ich mache das mal klein. So. Bevor wir das jetzt gleich starten, machen wir nochmal einmal Routing-Matrix. Also, jetzt haben wir nochmal geguckt. Ich schicke mein Master auf meine Lautsprecher. Ich muss mich jetzt zu Studio Link schicken, weil der soll mich ja hören. Also, ich wähle jetzt aus, was Studio Link hört. Und Studio Link geht auch auf die Stereosumme. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich rufe jetzt hier einfach mal den sogenannten, jetzt sehen wir schon, ich schicke hier was raus. Ja, ich mache mal gerade mein, ja, man sieht den Pegel, der ist rot, das heißt, der ist viel zu laut. Ich mache mal gerade mein Mikro leiser. Sound. Input Level, das drehen wir jetzt hier mal. Wo ist es denn? Internal Microphone, da ist es so, das drehe ich jetzt mal hier so ganz leise, Test, so ist besser. So, jetzt kann ich hier sprechen und ihr seht, ihr zappelt, würde jetzt rausgehen. Jetzt kommt natürlich noch nichts an, weil ich niemanden habe als Partner. Ich nehme jetzt mal die Nummer Echo, könnt ihr auch gleich merken, @studiolink, studio-link.de. Da oben kann man sich merken, Studio Link, wenn man sich vergisst, wie das ist, also echo@studiolink macht jetzt Folgendes. Ich sag jetzt was und dann seht ihr, da kommt es da unten ein paar Sekunden oder ein paar Zehntelsekunden später an. Test. Ne? Wenn wir jetzt den Lautsprecher anmachen, würde ich mich selber hören. Damit kann man wunderbar testen, ob es funktioniert. Also ich schicke was raus und ein bisschen später kommt es unten wieder an. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen ins Reaper, da sehen wir das auch. Ich zappel hier. Ich bin jetzt mal ruhig. Test. Bisschen später kommt es da an. Das heißt, ich habe jetzt hier eben mit einem Klick und einer Nummer eintippen, habe ich mich mit meinem Partner in der anderen Stadt verbunden. Darf ich mir da ein Foto machen? Klar. Es wird jetzt ein Foto gemacht. Bitte? Hier ist Ultraschall. Noch ein bisschen. So, jetzt machen wir hier schnell ein Foto. Du wirst gefilmt, ne, von hinten. Was geht nicht? Ist zu hell? Willst du uns hier? Ja, das ist auch alles dokumentiert. Also es gibt dieses, es gibt auf der Webseite, also und es gibt auch noch Videos, also es gibt von Ralf Stockmann zu jedem wichtigen Thema Videos bei YouTube, wo er sich da wirklich ganz entspannt vor seinem Rechner sitzt und einmal grob erklärt, was er da so macht. Und das gibt's dediziert. Das macht er auch immer wieder neu. Wenn es eine neue Version gibt, macht er neue Videos. Also guckt euch gerne auch diese Videos an, wenn ihr es wirklich lernen wollt. Und er dann auch noch diese ganzen Tastatur-Shortcuts. Und also er erklärt es wirklich. Und man kann sich dann selber die Dosis holen, die man halt braucht. Ne? Gut, jetzt haben wir, also wir haben uns, wir haben unseren Partner. Wir sind bereit. Dann drücke ich hier oben den Record-Knopf. Und wer hier genau hinguckt, erkennt, dass Ralf Stockmann ein großer Kubrick-Fan ist. Das ist nämlich hier das Auge von HAL 9000 aus 2001 im Weltraum. Ich drücke Aufnahme. Jetzt sehen wir hier die Wellenform, die da reinkommt. Jetzt war ich gerade ruhig. Jetzt spreche ich wieder ganz laut und dann sehe ich, das ist so auch meine optische Rückmeldung, ich nehme auf. Da ist irgendwas. Während der Aufnahme kann man Reaper eigentlich... Ich kann hier
ranzoomen. Und dann sehe ich auch in Höhe, wie es läuft. Das darf man ruhig alles machen. Es ist nicht so, dass man seine Hände von Reaper nehmen muss und oh Gott, bloß jetzt nichts machen. Das nimmt robust im Hintergrund auf. Eine Sache fällt mir gerade auf, die wir nicht gemacht haben. Wir haben unser Projekt nie gespeichert. Das ist nicht gut. Man sollte immer, wenn man ein neues Projekt angelegt hat, deshalb stoppe ich die Aufnahme jetzt auch nochmal, sollte man einmal sagen, Steuerung S oder Apfel S oder oben File, Save Project. Man sollte es einmal irgendwo hinspeichern. Ich packe es jetzt mal auf den Desktop. Dann nennt es auch am besten gleich sowas wie, keine Ahnung, Testcast Folge 001 oder irgendwie sowas. Sollte man für jede Folge irgendwie neu machen, aber wenn, oder wenn es die wiederkehrende Situation ist, das kannst du machen, wie du willst. Das ist, da gibt es kein Reglement. Also ich habe es bei meinen Folgen immer so gemacht, ich habe wirklich pro Folge ein Projekt angelegt, das hat auch seinen eigenen Ordner, da liegen dann nachher die Aufnahmefiles drin, da liegen vielleicht noch Geräusche drin, die ich woanders hergeholt habe. Dann habe ich einen Ordner und weiß, da ist alles für Folge 7 drin. So, kann auch sein, dass ich einen Podcast mache. Nö, nein, muss überhaupt nicht. So, jetzt nehme ich wieder auf, jetzt läuft hier die Aufnahme. Diesmal haben wir auch einen Namen, Testcast Folge 1, nehmen wir auf, lalalala. Nach einer halben Stunde Podcasten, erstes Thema ist durch, Pinkelpause. Kann ich einfach Stopp drücken. Pinkelpause vorbei, wir kommen zurück, spule ich ans Ende, vielleicht habe ich vorher einmal reingehört, wie ist denn eigentlich so die Tonqualität, ne? Drücke ich hier Play, ah ja, klingt gut. Ich kann dann einfach ans Ende springen mit der Endetaste oder hier mit der, ne? Damit an Anfang springen. Damit ans Ende springen. Aber was sollte man immer tun? Ans Ende springen, wieder Rekord drücken, weiter geht's. So, jetzt ist das Lustige, wir sind ja Podcaster, wir machen Kapitel und wir versprechen uns auch manchmal. Dafür gibt's vorgesehen standardmäßig in Ultraschall zwei Knöpfe, nämlich die M-Taste für Marker. Ich drücke jetzt einfach mal M. Jetzt steht da oben so eine kleine 1. Das war jetzt der Marker Nummer 1, den wir gerade gesetzt haben. Das kann zum Beispiel, je nachdem, was ihr macht, aber nehmen wir mal an, das war jetzt, wir machen einen Podcast wir besprechen zwei Bücher und danach reden wir noch über einen Zeitungsartikel. Dann wäre das jetzt das erste Kapitel. Das war die Begrüßung ist durch, jetzt haben wir das erste Kapitel gesetzt, jetzt geht es über das Buch los. So, jetzt sind wir fertig mit dem Buch. Dann mache ich vielleicht beim Sprechen absichtlich auch noch eine kleine Pause. Drücke nochmal die M-Taste. Jetzt geht das zweite Kapitel los. So, und jetzt kommt vielleicht was, bei meinem Gegenüber klingelt das Telefon, er muss weg. Jetzt will ich nicht gleich stoppen, weil ich nicht weiß, wie lange es dauert. Dann kann ich die E-Taste drücken, dann setzt er einen Edit-Marker. Dann ist er da oben so rot und dann steht da Edit. Das ist für mich ein Hinweis nachher im Schnitt, an der Stelle muss ich was schneiden. Da hat er einen Hustenanfall gehabt, da hat das Kind irgendwas gewollt, da hat das Telefon geklingelt, was auch immer. Oder ich will einen Kommentar rausschneiden, der da nicht passt. Das M ist eine... Genau. Genau. Genau, genau. Edit ist einfach nur das Gleiche, nur dass es mal wegen der anderen Farbe, damit ich es unterscheide. Die Edit-Marker sind erstmal, die tauchen nachher nicht auf, wenn ich Kapitelmarken exportiere, automatisiert. Mhm. Und die sind wirklich nur dafür da, mich zu erinnern, da ist irgendwas. Also dafür ist es gedacht. Ja, so einfach. Das ist. Genau, ja, das ist das rote Fähnchen, was wir da reinpieksen. Man kann die Marker bei Reaper, dieses Markerwerkzeug ist echt mächtig. Wenn man einen Spezialfall hat und braucht 7 verschiedene Marker in verschiedenen Farben, um irgendwas sich zu merken, kann man sich alles einstellen. Übersteigt jetzt. Du kannst alles machen. Das übersteigt jetzt leider ein bisschen diese Runde, aber es geht. Genau, es geht. So, jetzt sagen wir mal, jetzt mache ich hier noch so eine Kapitelmarke und jetzt sind wir durch. Und wir sind wirklich am Ende, wir haben uns verabschiedet. Wir haben uns verabschiedet, dann drücke ich Stopp. Das Erste, was man jetzt immer machen sollte, generell bei allen Programmen, einmal speichern. Immer gut. So, jetzt ganz, ganz wichtig. Jetzt mache ich vielleicht nochmal eine Pinkelpause, gehe zurück an meinen Rechner und möchte anfangen zu schneiden. Gewöhnt euch an, immer. Geht jetzt ins Podcast-Menü und dann gibt es einen Menüpunkt, der hat schon einen dicken Stern gekriegt. Prepare all tracks for editing. Alle Spuren für Schnitt vorbereiten.
Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn man eine Studio-Link-Spur benutzt hat. Wenn ich das drücke, hat er jetzt, sieht man eben auch im Hintergrund, hier steht jetzt plötzlich WebSocket Closed. Er hat nämlich jetzt aus diesem Track das Studio-Link-Plugin ausgeschaltet. Und es zappelt jetzt hier auch nichts mehr. Weil ich schicke jetzt auch nichts mehr zu Studio-Link. Also und wir sehen auch, mein Mikro zappelt nicht mehr, weil er hat das jetzt ausgeschaltet. Weil im Schnitt muss ich mein Mikro nicht da nochmal sehen. Also der hat gerade alles möglich gemacht. Er hat die Dinger hier ausgeschaltet. Er hat das Studio-Link-Plugin hier. Sieht man, FX ist nicht an, leuchtet nicht. Er hat das Plugin ausgeschaltet, er hat, wenn man Räuspertasten benutzt, ausgeschaltet, dass er die Räuspertasten aufnimmt. Also macht bitte, wenn ihr aufgenommen habt, einmal das Sternchen anklicken, um das Projekt wirklich für den Schnitt vorzubereiten. Jetzt ist es für den Schnitt vorbereitet. Was man jetzt machen kann, habe ich auch noch nicht erzählt, es gibt hier links diese Views, das sind die Ansichten. Man kann sich Ansichten bauen, wie Reaper aussieht. Wenn ich jetzt mal auf die andere Ansicht hier, also wir sind jetzt in der Ansicht Setup, das ist so Vorbereitung, bevor man aufnimmt. Dann gibt es das Setup Aufnahme. Da gibt es hier eine große Uhr, falls ich einen Podcast habe, wo es wichtig ist, bestimmte Zeiten einzuhalten. Ne? Oder um überhaupt zu gucken, wie lang man ist. Und hier sieht man auch die Kapitelmarken, hätte ich eben auch eigentlich zeigen können. Und sieht jetzt hier, wir haben eine Edit-Marke und wir haben drei Kapitelmarken. Die eine ist bei 1,23, 1,56 und bei 3,22. So, und dann gibt es hier noch den dritten View, das ist hier mit dieser kleinen Schere. Der ist jetzt für den Schnitt. Jetzt sehen wir hier, wir haben immer noch die Kapitelmarken. Die Uhr ist weg, die brauchen wir auch nicht unbedingt. Und wir haben hier oben jetzt so, wenn ich mich hier unten mal bewege, sieht man jetzt hier oben dieser Bereich, wo ich jetzt hier mal Vorführeffekt. Wir sind jetzt nicht mal eine Tastenkombination. Wenn ich den Cursor hier bewege, sehe ich da oben auch den kleinen Cursor, da ganz links, ne? Also hier, dieser Cursor ist diese Linie. Das heißt, hier oben sehe ich immer so das Ganze und hier sehe ich, wo ich reingesucht bin und habe dann so eine kleine Übersicht, wo ich eigentlich bin. Wenn ich jetzt ans Ende springe, dann sehe ich auch hier, bin ich jetzt hier. Ne? Und wenn ich hier zoome, dann sehe ich da oben, wie sich dieses kleine Fensterchen bewegt. Wenn ich zurückzoome, sehe ich irgendwann, jetzt sehe ich alles. Da kann ich mich einfach grob zurechtfinden, wo ist irgendwas. Das ist dann interessant, wenn ich nicht wirklich nur ein Gespräch schneide, sondern ich habe vielleicht eine Geschichte aufgenommen, die aus 5 Teilen besteht, aus 5 Sprechern. Und ich habe den ersten aber zuerst aufgenommen und dann kam der dritte, weil er gerade Zeit hatte und der soll aber eigentlich nach hinten, dann schiebe ich den erstmal nach hinten und kann dann so basteln und hier sehe ich so, was ist in meinem Projekt so los. Ich sehe hier meine Marken. Ich sehe hier so immer meine Schnitte. Also hier ist ein Schnitt, weil wir ja vorhin Stopp gedrückt hatten. Mit der Plus- und Minus-Taste kann man übrigens hier so zoomen. Es gibt noch zig andere Tasten übrigens. Auch noch mal kurz. Ja. Ja, lass uns Schnitt gleich machen. Nur kurz einmal, es gibt hier einen Link, Ultraschall Keymap URL mit der Apfeltaste K. Damit komme ich zu einem Dokument, was die Standard von uns oder von Ralf eingestellten Tastaturkürzel ist. Da hat er sich schon relativ viel bei gedacht. Also ernsthaft. Ich halte es auch für sinnvoll, am Anfang, wenn ich es lerne, stellt dann nicht gleich dran rum. Also recherchiert nicht nach 2 Minuten, wie ändere ich meine Tastatur und ändert sie, so wie ihr es haben wollt. Versucht erstmal damit klarzukommen. Und wenn ihr dann merkt, ihr seid sehr sicher drin und es wäre aber trotzdem für mich, weil, was weiß ich, ich bin Linkshänder oder ich bin aus einem anderen Programm gewöhnt, immer die und die Taste für diese Funktion zu drücken. Man kann diese Tasten auch komplett sich selber definieren. Aber das sind die Tasten, die jetzt vorgeplant sind. Hier sieht man zum Beispiel, die F-Tasten sind für diese, was ich eben sagte, ne, Vorbereitung, also für diese Presets. Ja. Und ich habe zum Beispiel hier die Taste bei E, was ich eben sagte, Set Edit Marker, bei M habe ich hier den Kapitelmarker mit Y und X kann ich nudgen, da verschiebt man so das Audio auf Tastatur und so weiter. Also müsst ihr euch mal in Ruhe angucken, mit Space mache ich Play und Pause.
mit Enter mache ich Start, Stopp. Das ist ein bisschen was anderes. Bei einem bleibt nämlich der Cursor stehen und beim anderen läuft der Cursor wieder zurück und so. Aber es gibt eine Dokumentation für die Tastatur. Guckt es euch mal in Ruhe an. Druckt euch das vielleicht aus. Legt es euch daneben für die ersten paar Projekte. Sehr hilfreich. So. Jetzt kommen wir aber zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen schneiden. Jetzt sagen wir mal, wir haben am Anfang noch so Geplapper aufgenommen wie, ja, dann starte ich jetzt die Aufnahme. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Hast es aber schon aufgenommen. Das soll natürlich nicht im Podcast landen. Ne? Dann kann ich diesen Bereich markieren, indem ich hier einfach reingehe, hoch, da oben, und mit einer gedrückten Maustaste so einen Bereich markiere. Jetzt habe ich hier so einen Inpunkt und einen Outpunkt, der ist markiert. Den kann ich jetzt rausschneiden. Und zwar kann ich auch sagen, in welcher Spur ich ihn rausschneiden will. Da wir jetzt aber immer gleichzeitig gesprochen haben, macht es Sinn, immer alles in beiden Spuren zu schneiden. Um das zu erreichen, kann ich hier dieses Kästchen anklicken. Das ist der Ripple Cut für alle Spuren. Mache ich mal an, jetzt leuchtet der gelb. Und wenn ich jetzt hier dieses kleine Scheren-Symbol nehme, dann mache ich einen Ripple Cut. Zack, habe ich dieses Blöckchen jetzt rausgeschnitten. Ich mache mal zurück, zeige ich nochmal den Unterschied, wenn ich das hier nicht anhabe. Und ich mache jetzt nur Spur 1 angewählt und ich mache diesen Cut. Vorführeffekt. Warte mal. Jetzt weiß ich die Tasten wieder nicht. Naja, diese Taste schneidet es immer aus allen, weil es der Ripple Cut ist, glaube ich. Warte mal, war das so? Oder muss ich den anwählen? Nee, eigentlich nicht. Ich habe nur den einen. Es gab auch irgendeine Taste. Ach Gott, Moment, ich muss gerade mal gucken. War es Steuerung X? Steuerung Y. Das Problem ist, ich habe jetzt nicht meine Cursor-Settings und ich glaube, weißt du, man kann auch in einer Spur nur was rausschneiden. Ich weiß nur gar nicht, welche Taste. Müsste dann einfach mal lesen. Was mit dem? Nee, es ist noch was anderes. Verdammt. Peinlich. Können wir aber kurz gucken. Wir haben ja die Tastatur-Settings. Gibst du, du hast es nur deshalb gemacht. Nein, ich hab's einfach vergessen. Ich lege mir die Tasten leider wirklich anders, weil ich mit einem anderen Schnittprogramm sonst arbeite und ich komme immer total durcheinander. Moment. Move Items on Tracks. Ripple Delete. Skip Selection. Ich hab's, glaube ich. Also, ich habe jetzt hier was markiert. Genau. So, wenn ihr mal gucken wollt, ich habe jetzt hier nur Spur 1 markiert. Und jetzt gibt es die Taste Apfel und Backspace. Dann lösche ich dieses Stück. Ich habe jetzt eine Lücke gelassen. So. Das ist eine Variante, um ein M oder ein was auch immer rauszuschneiden. Oder die eine Person unten hält einen Monolog, kann ich oben alles wegschneiden. Ich mache es nochmal rückgängig. Wenn ich jetzt hier dieses Ding anklicke, Ripple Cut, und dann diese Taste drücke, dann schneidet er es automatisch immer auf allen Spuren. Das sollte man immer dann machen, wenn ich zwei synchrone Spuren habe, die auch wirklich zusammengehören. Es könnte ja auch sein, dass die eine Musikspur ein endloses Musikschleife ist, die immer, was weiß ich, immer ein Gedudel im Hintergrund laufen lässt. Da darf ich natürlich nicht drin schneiden, weil dann ist ja plötzlich ein Schnitt im Gedudel. Wie klingt denn das? Ne? Aber wenn ich zwei Leute habe, die sich unterhalten und auch aufeinander reagieren, will ich natürlich, wenn ich bei einem was rausschneide, beim anderen das normalerweise auch rausschneiden. Damit das, wenn ich es wirklich rausschneide, wenn ich es nur raushebe, was ich eben gezeigt habe, dann will ich es natürlich nicht bei beiden, weil dann wäre ja Stille an der Stelle. Das ist so. Wenn man das Räuspern oder das Klappern. Ja, genau. Wenn die so mal ineinander sprechen. Genau, also wenn ich nur bei einem was rausschneiden will mit Absicht und ich will eine Lücke hinterlassen, dann mache ich hier diese beiden Modi aus, wähle die Spur an, markiere einen Bereich, zack, hebe das raus. So. Okay, also wir wollen das jetzt aber rausschneiden. Jetzt gibt es hier diese wunderbare Taste. Zack, bumm, sind die beiden weg. Gehe ich wieder irgendwo hin. Jetzt möchte ich dieses Stück rausschneiden, weil da ist auch irgendwelches Geplapper. Zack, schneide ich das raus. Und so weiter und so weiter. Dann bin ich irgendwann fertig mit Schneiden. Am Ende können wir vielleicht noch Ende spulen mit der Ende-Taste. Hier, das Stück soll auch weg. Das war irgendwie dies zur Verabschiedung.
Nachgeplapper, ah, war ja eine tolle Sendung und so. Was man auch machen kann in Reaper, natürlich, weil es ein Audioschnittprogramm ist, man kann auch was ab- oder aufblenden. Jeder Schnitt ist eigentlich immer leicht angeblendet, aber nur ganz, 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 ganz kurz, damit es nicht knackt. Wenn man aber hier diese Ecke anklickt hier oben, wo es jetzt hier auch so abgerundet ist, wenn ich die an, dann kommt hier so ein anderes Symbol und dann kann ich gedrückt halten und hier so rüberziehen. So, und jetzt habe ich einen Fade, sieht man ja auch so schön. Jetzt sieht man auch, wie lang der ist. Der ist jetzt eine Sekunde. Zack. Und wenn ich jetzt Play drücke, könnt ihr da unten mal auf den Pegel gucken. Was? Wird halt. Moment, ja, Moment. Ja, Moment, man sieht es natürlich hier im Mixer. So, also hier, zappel, zappel, zappel. Wird es ausgeblendet. Ich kann jetzt auch wieder die Ausblendung rückgängig machen. So, was auch noch interessant ist, wenn ich das an einem Schnitt mache, also hier zum Beispiel, da ist standardmäßig so eine leichte Überblendung eingestellt. Genau, hier kann ich auch reinklicken und jetzt auch diese, vielleicht möchte ich den ein bisschen anders anblenden und ich kann auch dazwischen auch klicken und jetzt kann ich hier auch verschieben. Dann verlängert er den einen und verkürzt den anderen und sowas. Also sowas müsst ihr euch dann mal in Ruhe angucken, aber man kann hier allen möglichen Quatsch machen. Was auch geht, was ich gerade aus Versehen gemacht habe, man kann auch nachkommen. Nicht doof. Habe ich das ja gerade gemacht. Irgendwo konnte man reinklicken und dann die Lautstärke verändern. Durch eine. Was? Ganz oben? Hier? Habe ich eigentlich gerade. Man kann auch mit Tastaturkürzeln die Lautstärke ändern. Ich habe nur gerade wieder vergessen, wie es geht, aber dafür gibt es ja das Handbuch. Ja, das ist natürlich auch noch wichtig, wenn ich etwas leiser und lauter machen will, weil vielleicht in der ersten Hälfte jemand sein Mikrofon zu weit weggemacht hat und ich möchte es wieder ranmachen, könnte ich zum Beispiel so einen Schnitt setzen. Das geht, glaube ich, mit der Taste S, genau. Mit der Taste S kann man einen Schnitt machen auf den markierten Spuren. Jetzt ist hier plötzlich ein Schnitt. Jetzt könnte ich diesen Teil anwählen. So, was ist denn jetzt los? So. Und könnte den leiser machen. Ich will das leiser machen. Da oben kann man reinklicken. Jetzt habe ich es. Genau auf die Kante. Jetzt kann ich auf die Kante klicken und das runterziehen. Jetzt steht da, ich mache es um 5 dB leiser oder 6 dB. Zack. Und jetzt ist das hier leiser und wird da wieder laut. Das ist so eine ganz schnelle Methode, wenn ich was ein Stück lauter machen will, weil irgendwie gerade einer das Mikro so weit weggehalten hat, dann setze ich kurz einen Schnitt. Greife das Stück, mach's lauter, also lauter machen geht genauso. Ich greife oben auf die Kante, dass sich das Symbol ändert und kann auch nach. Nee, ich kann nicht nach oben ziehen, aber ich kann hier unten den Mixer. Ich kann den Mixer jetzt, ich kann den Clip anklicken und kann dann hier unten an dem Mixer den hochziehen, dann ist es lauter. Aber du musst nicht kacken, du kannst aber auch selektieren. Das geht auch? Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich bin ganz ehrlich, ich schneide gar nicht so viel damit. Ich entwickle eigentlich eher nur irgendwelchen Quatsch. Nee, da macht das clipbasiert. Geht bestimmt auch irgendwie. Ja, dann fehlt der eine Pause. Naja. Aber das sind jetzt Sachen, die muss man sich dann einfach angucken. Es gibt auch zig Tutorials von Reaper, es gibt auch zig Tutorials von Ultraschall. Und sonst einfach kurz im Sendegate, kurz gucken, hat das schon mal jemand gefragt. Und schreibt man rein, hier, ich würde gerne Folgendes machen. Ich dachte mir, ich will es so und so haben. Geht das? Und dann schreibt einer, klar, kannst du dir so und so machen oder probier's doch mal lieber so und so, das ist eigentlich der coolere Weg und dann kann man sich aussuchen, wie man es macht und alle haben noch was gelernt. Also wenn ich dann jetzt mal, so wie ich jetzt dann irgendwie arbeite und ich habe noch irgendwelche Aufnahmen von außerhalb, da habe ich zumindest bei den alten Versionen irgendwie da gestanden, wie kriege ich jetzt eine Datei von draußen? Ja. Das war für mich okay. Nicht ersichtlich. Ja, zeige ich dir, es gibt zwei Möglichkeiten, eine Datei von außen reinzukriegen. Entweder gehst du über File und sagst, nee, warte mal, wo war's? Ach, wo war's denn? Irgendwo gab's Media dazu tun.
Das Einfachste ist, weil mir gar nicht mehr weiß, welches Menü es war, du kannst die einfach hier reinziehen, per Drag and Drop. Ja, ja. Wenn ich die da reinziehe, wo tut er die dann hin? Wenn ich die jetzt ans Ende haben will oder was? Ja, also ich würde es so machen, das ist am einfachsten. Ich überlege gerade, wo ich jetzt einen Ton herkriege. Überleg. Ah, hier, wir haben ja unsere eigene Datei. Also wir nehmen jetzt, sagen wir mal hier, wir haben jetzt hier so eine FLAC-Datei. Die schmeiße ich jetzt hier einfach rein. Dann packt er die automatisch in eine neue Spur. Erstmal darunter. Die kann ich jetzt... Genau. Und dann kannst du die... Dann siehst du die ja da. Und jetzt kann ich die einfach anklicken und pack die jetzt dahin. Ja, also... Ne? Oder ich möchte sie da ran, dann ist hier so magnetisch, klack, ist dran. Oder ich kann so machen. Dann habe ich so eine Kreuzblende, jetzt überblendet er die so ineinander. Mhm. Ja. Man könnte auch irgendwo sagen, füge ein Objekt ein. Ich finde es nur gerade nicht. Ja, daran bin ich als Windows-Geschädigter auch gescheitert dann da. So. Ja, ich habe es, ich glaube, man konnte hier rechts reinklicken. Ja. Sonst mal Reaper-Handbuch, Import Audio auf Media-Files, es war ganz einfach. Genau, also mit Drag and Drop geht's. Genau. Einfacher geht's ja eigentlich nicht. Genau. Möchte noch jemand irgendwas sehen? Bisher mache ich beim Export Leute halt ein paar Plugins und Maximizer mit. Ja. Der mir ja alles auf eine Lautstärke bringt. Ja. Und alles in eine Gerade. Das machst du in Cubase, hattest du gesagt, ne? Okay, also hier kommt die Frage, wie man beim Export die Level anpasst. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die klassische Variante wäre, wenn du zum Beispiel zum Verbreiten deines Podcasts nachher Auphonic benutzt, dann exportierst du einfach ganz normal Stereo, lädst du Auphonic kümmert sich um den Pegel oder du nimmst die Auphonic Software. Das ist die eine Methode. Seit der letzten Version gibt es auch in Ultraschall was Vergleichbares. Und zwar ist das ein Effekt, der ist auch standardmäßig auf jeder neuen Spur. Magst du vielleicht rüberkommen, dann hört man deine Rückfragen auch besser im Mikro. Und zwar, wenn du mal hier guckst, ich habe jetzt auf Spur 1, gibt es hier Effekte. Da gibt es drei Stück, die standardmäßig drauf liegen. Ein Equalizer, dann ein Filter, der heißt General Dynamics. Den hat Ralf mit so ein bisschen Zauber-Settings eingestellt. Wenn du den anmachst, sorgt er dafür, dass es vergleichbar zu Auphonic, nicht ganz so perfekt, aber sehr nah dran, auch, dass mein Audio immer gleich laut ist. Und dann gibt es noch einen dritten Effekt, einen Limiter, der sorgt noch dafür, dass es nicht, was ein Limiter so macht, dass Pegel oben abgeschnitten werden. Aber sprich, man kann da ja auch beliebig in Effekte auch... du kannst natürlich immer, aber es geht ja jetzt darum zu sagen, ich möchte die Simulation von Auphonic, da mache ich diesen Effekt einfach an und könnte den jetzt hier auch nochmal bei meinem Studio-Link-Gast drauf machen. Das ist dieser General Dynamics, warte mal. Da ist der automatisch nicht drauf? Nee, ist er nicht, aber du kannst ihn hier einfach aus der Liste nehmen, General Dynamics, und dann gibt es, glaube ich, einfach, genau, gibt es ein Preset, Ultraschall, Soft Noise Gate, zack, bumm, ist er drauf. Und wenn ich das Ding jetzt rendere, ich mache mal hier unten diese dritte Spur weg, ich rendere das jetzt mal raus. Dafür würde ich auch immer, wenn ihr was exportiert, es gibt hier oben im Menüpunkt von Reaper File Render. Es ist aber einfacher und sicherer, immer das aus dem Podcast-Menü zu nehmen. Da gibt es hier unten den Export-Knopf. Da gibt es Render Project oder auch Alt-Apfel-R. Oder noch viel einfacher, hier unten einfach den Knopf unter Export. Moment, das ist, um die Kapitelmarken zu exportieren. Das ist, um das zu rendern und rauszuspielen. Was dieser Knopf macht, der stellt das Projekt auch noch die Geschwindigkeit zurück, weil wenn man hier oben diese Playback-Rate mal irgendwann ändert, weil man vielleicht den Podcast nochmal durchhören will mit zweifach Geschwindigkeit, man vergisst es aber, das umzustellen und rendert dann, ist es doppelt so schnell. Genau. So, das heißt, man drückt zum Exportieren bitte hier unten diesen Render-Knopf. Dann sage ich, was möchte ich exportieren? Das meiste ist der Master-Mix, also mein fertigen Mix. Wenn ich mit, sagen wir mal, 6 Personen aufnehme, kann ich auch sagen, exportiere mir die Stems, dann macht er mir für jede Spur eine Datei. Das ist dann gut, wenn ich Auphonic Multitrack benutze. Ich exportiere jetzt aber mal mit Standard-Settings, packe es auf den Desktop. Nenne das, wie nennen wir es? Test
So, jetzt sehen wir hier, wie er es durchrennert. Und jetzt sehen wir es schon hier an der Kurve. Das ist alles laut. Ist nicht so wie hier, wo alles da mal was Lautes ist. Jetzt importiere ich mal diese Spur wieder, die wir gerade exportiert haben. Hier, Test Flag. Was ich eben gesagt habe, pack die hier unten als neue Spur rein. So, das ist jetzt der Vergleich. Das ist das, was wir aufgenommen haben. Relativ leise. Und das ist das, was davon rausgekommen ist. Relativ laut. Und das ist sehr, sehr vergleichbar mit dem, was Auphonic macht. Auphonic ist aber immer, also wenn man die Kohle hat und das Projekt unterstützen will und Auphonic sowieso benutzt, um auch diese Distribution zu machen, weil Auphonic kann man ja sagen, lad's bei YouTube hoch, lad's bei auf meinen Server, lad's als Backup noch bei archive.org hoch, bla 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 bla, nutzt man lieber das. Aber das ist auch sehr gut. Genau. Und Reaper kann aber, glaube ich, nicht VST, ne? Doch. Also Reaper kann, kann ich dir mal zeigen, Reaper kann bei Effekten, doch, kann VST-Effekte. Also du kannst Plugins, es gibt VST-Effekte und oder viel besser sieht man es noch, wenn ich jetzt mal auf mein Testing hier ein FX machen will, ne? Und sage hinzufügen, also es gibt VST-Plugins für das ESL 3, dann gibt es die Standard-AU-Plugins von, die gibt es natürlich nur auf Mac, weil das das Mac-Format ist, dann gibt es JS, das ist glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, ob es wirklich JavaScript ist, aber irgendeine Skriptsprache von denen, ne, also es gibt wirklich diverse Varianten, hier Plugins reinzumachen, was leider nicht geht, ist sowas wie von Avid's AX, was für Pro Tools ist, aber das ist halt was, ist was von denen. Aber du kriegst diesen ganzen VST-Quatsch, kriegst du da rein. Und ich habe bislang auch noch kein Plugin gefunden, was irgendwie nicht geht. Ich habe ja auch mal diese Isotope-Zeug drauf gemacht und so. Geht alles wunderbar. Kannst auch virtuelle Instrumente drauf machen, auch sehr praktisch, wenn man es mal braucht. Irgendwie Klavier oder ein Synthesizer und ja. Sind auch alle per MIDI und so ansteuerbar. Ja, habe ich... Warst du schon da, als wir sie erstellt haben? Ja. Okay. Es gibt hier einen Knopf, bei Export, dass man die Chapter Marks exportiert. Ja. Wurden jetzt schon exportiert. Ich überlege gerade, wo er die hinschreibt. Ich glaube, steht da was? Ja, genau. Packt er die in den Projektordner, packt er dann auch die Files. Also die sind jetzt hier quasi in meinem Testcast Folge 1. Liegt jetzt hier eine Textdatei und da steht dann einfach diese beiden Marken drin, die ich vorhin angelegt habe. So, diese Textdatei versteht jetzt wiederum Auphonic. Das heißt, ich kann bei Auphonic den Ton hochladen und der fragt mich dann, hast du auch Chapter? Sage ich ja, hier ist die Datei, lad die auch hoch oder sag sogar automatisiert, hol sie vom Server und dann macht er gleich Kapitel. Und da wir jetzt diesen Kapiteln keinen Namen gegeben haben, steht da jetzt kein Name, aber du kannst dann natürlich gleich in Reaper schreiben, erstes Kapitel, Thema Katzenstreu. Begrüßung. Thema 2, das Buch, was wir besprochen haben und so weiter. Podlove, die haben ein etwas anderes Format. Das macht ihr dann ja auf Phonic. Was aber auch noch geht, vielleicht, weil du eben MP3 sagtest, es gibt die Funktion, wo ist es? Was ist das? Genau. Hier gibt es den Ultraschall-Exportassistenten. Da kannst du next MP3 machen, du kannst Chaptermarks exportieren, du kannst einen ID3-Editor starten und kannst hier die ID3-Tags für dein MP3 einstellen. Sehr rudimentär, aber funktioniert. Du kannst hier ein Bild für deinen Podcast auswählen, also eine JPEG-Datei, die dann in die MP3-Datei mit reingeknuppert wird, was normalerweise auch Auphonic macht, aber wenn ich das selber machen will aus Gründen, kann ich es hiermit machen. Und dann kann ich sagen, schreib mir bitte meine MP3. Ich mache jetzt hier einfach mal Export MP3, dann geht hier automatisch die Settings hoch, erstellt hier interessanterweise nicht auf MP3, warum nicht? Warum muss ich das da machen? Doch. Ja, Ultraschall macht dir Kapitelmarken in MP3-Datei. Ja, das können wir gerne gleich nochmal in Ruhe oder so ausprobieren. Aber genau. Ja, aber das geht. So. Warte mal. Ja. Also wie gesagt, man müsste jetzt hier einmal das alles einstellen.
Genau. Was ich mich jetzt gerade wundere, ist, wieso das hier standardmäßig nicht auf MP3 steht. Warum muss ich das da hinstellen? Keine Ahnung. Er schreibt uns jetzt hier die MP3 auf den Desktop. Dann kann ich ja nochmal die Kapitelmarken checken. So, Chapters sind drin, ne? Zeigt er mir hier nochmal. Und jetzt kann ich die Metadaten nochmal einschreiben. Der Titel ist Test, Artist ist Katze, Album ist Hund, was auch immer. Okay, und jetzt sage ich Finalize, wähle die MP3-Datei aus, drücke OK, also Open, Successful. Und jetzt habe ich hier eine MP3-Datei, die, Moment, habe ich hier Media Info und dann schmeißen wir die da mal drauf. Ja. So, zack. Wir sehen, sehen wir nicht. Zeigt dir der sich sowas auch mal an? Wo denn? Siehst du das? Bin ich blind? Ach da, Hund, Teste, Katz, genau. Er schreibt da alles rein, so wie ich es eingetippt habe. Also geht wunderbar. Ja. Sind wir mit der Zeit auch langsam? Ja, wir sind durch. Genau. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es hat was eröffnet. Genau, wie gesagt, man könnte da jetzt noch Stunden drüber reden. Wir haben ja gerade so die Oberfläche angekratzt, aber im Prinzip... Was ich verschwiegen habe währenddessen, ist, dass bei mir das nicht geklappt hat. Ah, Dennis konnte sein, wenn es nicht, weil... Ja. Was war noch übrig? Ja. Ich jetzt hier den Ultraschall reingezogen habe, zeigt er nur noch die 2 an. Okay. Irgendwie scheint er noch alte Dateien zu bringen. Ja, dann musst du mal im Sendergate gucken. Ich glaube, es gibt irgendwo eine Anleitung, was tun, wenn man eine alte Windows-Version hat. Aber das ist, machen wir gleich. Ja, machen wir gleich nochmal so, genau. Gut, dann vielen Dank. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.